Was ist Esperanto? Ist nicht das Thema dieses Videos. Geht zu Wikipedia, wenn ihr das wissen wollt. Für unsere Zwecke reicht es zu wissen, dass Esperanto eine Sprache ist, wie die Sprache eine Grammatik hat, wir heute über die vollständige Grammatik reden und dieses Video nur 7 Minuten lang ist. La katoj kiu ruĝas ĉasas junan hundidon. Dies ist ein Satz auf Esperanto. Bitte, bitte, bleib. Wir versprechen, das ist alles ganz einfach. Fangen wir beim Kleinsten an. Was sind diese komischen Zeichen auf dem Buchstaben? Hier ist das Esperanto-Alphabet. Wie ihr seht, fehlen Q, W, X, Y, sämtliche Umlaute, das ist Z und es gibt diese Hutbuchstaben. Alle normalen Buchstaben spricht man aus wie im Deutschen. Die Ausnahme sind C, V und Z. Das C spricht man aus wie das Z in Zweck, das V wie das W in Wolke und das Z wie das S in Suche. Die Hutbuchstaben, Chapelitre, spricht man so aus. C wie TSCH in Tschechien, H wie CH in Ich oder Dach, J wie das G in Blamage, G wie das DSCH in Dschungel, S wie das SCH in Schule und das U wie das weiche U in Auto oder das W im Englischen. Alle Buchstaben werden unabhängig des Kontextes immer gleich ausgesprochen. Ausnahmen gibt es nicht. Das waren die Buchstaben, dies ist ein Wort. Die Personalpronomen sind einzelne Worte, jedes andere Wort besteht aus einem Stamm und einem Ende. O für Substantive, A für Adjektive, E für Adverbien und I für Verben. Also Sommero, Sommer, Sommera, sommerlich, Sommere, sommerlich, wie in sommerlich gekleidet und Sommeri, sommern. Für die Mehrzahl hängt man hinten ein J dran. Du Sommerei, zwei Sommer. Das Adjektiv muss mit seinem Substantiv übereinstimmen. Du Warmei Sommerei, zwei warme Sommer. Das Adverb nicht. Du Dreh Warmei Sommerei, zwei sehr warme Sommer. Was ist mit der, die das, ein und eine? Der, die das sind alle La. Esperanto hat kein grammatikalisches Geschlecht. Ein und eine werden nicht geschrieben. La Kato ist die Katze, Kato ist nicht Katze, sondern eine Katze. Also mal sehen, die Katzen, irgendwas in der Mehrzahl, kein Schimmer, Hund. Was zum Kuckuck ist das N hier? Naja, scheint, wir sind noch nicht fertig. Weiter mit den Verben. Wir sagten schon, dass I die Endung für Verben ist, aber nur für den Infinitiv. Es gibt noch 5 andere Endungen. As für Gegenwart, Is für Vergangenheit, Os für Zukunft, Us für den Konjunktiv und U für Befehle. Es gibt auch noch ein etwas komplexeres System, falls ihr genauer sein wollt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt das Video pausieren, um die pingelige Grammatik zu studieren. Für normale Gespräche reichen aber diese 5 Endungen. Was ist mit der Konjugation? Was heißt ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind? Wofür ist das eigentlich gut? Die Pronomen geben doch schon Informationen, über wen ich rede. Muss das nochmal mit dem Verb verdeutlicht werden? Esperantos Schöpfer meinte nicht. Also, mi estas, vi estas, gi estas, ni estas, vi estas, ili estas. Gut, mal sehen. Die Katzen, immer noch Mehrzahl, rot sind, jagen und immer noch kein Schimmer. Also was bedeuten diese Ns dort? Sie signalisieren den einzigen Fall in Esperanto, den Akkusativ. Die normalen Endungen O und Oi sind ein Nominativ. Hängt man hinten ein N dran, wird es zum Akkusativ. Dieser hat 2 Funktionen, das Andeuten des Akkusativobjektes und das Andeuten von Richtung. Akkusativobjekt? Was? Habt ihr etwa nicht aufgepasst in der Schule? Also gut. Im Großen und Ganzen besteht die Struktur jedes Satzes aus 3 Teilen. Subjekt, Verb und Objekt. Im Deutschen stehen sie meist auch noch in der Reihenfolge. Das Subjekt macht etwas, nämlich das Verb, und dem Objekt wird etwas angetan. Um dieses Objekt von anderen grammatikalischen Dingen, die auch Objekt heißen, zu unterscheiden, nennt man es Akkusativobjekt. Das Akkusativobjekt ist nicht immer nötig. Zum Beispiel ist ich renne ein korrekter Satz, obwohl er nur ein Subjekt und ein Verb enthält. Aber es wird oft erwartet. Wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe, möchte der Hörer oft gerne wissen, wen oder was ich liebe. Gegen alle Erwartungen wird das Akkusativobjekt in Esperanto mit dem Akkusativ angedeutet, also mi amas vin. Die Wortreihenfolge ist dabei egal. Dies sind alles korrekte Übersetzungen von ich liebe dich. Dagegen heißt mi amas vi, du liebst mich. Um die zweite Funktion zu verstehen, schauen wir uns die Sätze die Katze läuft unter dem Tisch und die Katze läuft unter den Tisch an. Was ist der Unterschied? Im ersten war die Katze schon unter dem Tisch und läuft jetzt dort herum. Im zweiten war die Katze noch nicht unter dem Tisch und begibt sich laufenderweise unter den Tisch. Im Deutschen benutzen wir dafür den Dativ und den Akkusativ, in Esperanto den Nominativ und den Akkusativ. Die erste Bedeutung übersetzt man mit La kato kuras sub la tablo, ohne Akkusativ also, die zweite mit La kato kuras sub la tablon, mit Akkusativ. Das wird gemeint mit Richtung andeuten. Wir können jetzt also fast den ganzen Satz übersetzen. Die Katzen, immer noch etwas mysteriös im Plural, rot sind, jagen einen jungen Welpen. Also was ist dieses rätselhafte Kiu? Dafür müssen wir erst lernen, Fragen zu stellen. Esperanto hat 2 Sorten davon, Ja-Nein-Fragen und Wer, Wie, Was, Wo und so weiter Fragen. Für Ja-Nein-Fragen gibt es das Wörtchen Chu. Nimmt man einen normalen Satz und klebt Chu davor, wird er magischerweise zur Ja-Nein-Frage. Wie stult das? Du bist dämlich.
Ču vi stultas, bist du dämlich. Ši ebris, sie war besoffen. Ču ši ebris, war sie besoffen. Und so weiter. Wer, wie, was, wo und so weiter Fragen funktionieren genau wie im Deutschen. Es gibt die Fragewörter gio, gie, giam, giu, gia, gial, giel, gies, giom, gien und man stellt sie an ihren Ort, um eine Frage zu bilden. Gial vi tel stultas, warum bist du so dämlich? Ši drinkis giom, wie viel Alkohol hat sie getrunken? Bei den Fragewörtern begegnen wir auch wieder kio. Heißt das, unser Satz ist eine Frage? Wieso wird er dann nicht mit einem Fragezeichen beendet? Die Antwort ist, es ist keine Frage. Kio hat zwei Funktionen. Es ist das Fragewort für wer und es bedeutet welche, welcher, welches. Also kio ebris, wer war besoffen? Kio virino ebris, welche Frau war besoffen? Kio kann in dieser Funktion auch Nebensätze einleiten. La virino, kio stultas, ebris. Die Frau, welche dämlich ist, war besoffen. Genau wie Adjektive wird kio dem Substantiv, zu dem es gehört, angepasst. Die anderen Fragewörter haben auch derartige Funktionen. Diese sind aber immer dem Deutschen identisch. La loco kie si ebris, der Ort, wo sie besoffen war. La kialo kial si ebris, der Grund, warum sie besoffen war. Das war die gesamte Esperanto-Grammatik. Die Übersetzung des Beispielsatzes überlassen wir jetzt euch. Die Lösung steht in der Videobeschreibung. Es bleibt euch jetzt nur noch das Lernen weiterer Vokabeln, um eine neue Sprache zu sprechen. Bonan lernadon, kai gis revido.